Ja, Tag 6, da ging es von Phuketown nach Patong Beach. Wir haben noch ein paar lustige Abschiedsbilder von unserem Candy Hotel gemacht und uns auf der Hotelwand verewigt. Und dann haben wir uns auf dem Weg zum Busbahnhof gemacht, und weil wir kein Taxi nehmen wollten, was uns ungefähr 700 Baht gekostet hätte. Ja, den Bus haben wir zum Glück noch ganz knapp bekommen. Also, bequem ist definitiv anders. Es ist abenteuerlich. Wir fahren mit offener Tür. Der Busfahrer fährt die ganze Zeit auf zwei verschiedenen Spuren. Schwenkt die ganze Zeit hin und her. Es ist auf jeden Fall ein Abenteuer. Und ja, es ist ein günstiges Abenteuer. Wir haben jetzt insgesamt 60 Baht bezahlt. Das sind ungefähr, ich glaube, 1,5 Euro ungefähr. Also wirklich hinterhergeschmissen, nicht zu vergleichen mit den deutschen Preisen. Und der Bus ist auch nicht zu vergleichen. Das ist einfach nur wirklich... hat so ein bisschen was von einem amerikanischen Bus in den 50ern. Ja, super wild, super rustikal, überhaupt nicht bequem, aber es war Spaß. Ja, nach gut einer Stunde sind wir in Patong Beach angekommen, und dort wird auch auf den Straßen kein Schnaps, sondern tatsächlich wird so der Sprit für die ganzen Motorroller verkauft, in 1 Liter oder 2 Liter Flaschen. Im Hotel eine schöne Aussicht aufs Hinterland, und auch hier immer die Stromversorgung ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie die das in der Art hinbekommen. Echt der Wahnsinn. Dann sind wir das erste Mal zum berühmten Patong Beach, und der war ja etwas voll, nicht so idyllisch, aber das haben wir da auch nicht erwartet, denn Patong Beach ist wirklich so die Touristenstadt, sage ich mal, die Halligalli-Stadt, und das merkt man eben auch. Der Strand ist direkt an der Straße. Ja, sehr laut, viele Läden, jeder will einem was andrehen. Aber es gibt leckere Pancakes in Kokosöl gebraten. Und auch interessant ist überall Schilder für die Tsunami Evacuation Route. Ja, spannendes Thema, kommen wir noch drauf zurück. Dann haben wir uns noch getroffen mit den Spaniern und Tim und sind zum Food Market gegangen. Ja, sehr interessant, was es da immer zu sehen gibt, und wir haben es diesmal auch durchprobiert, und es gab keinen, das sieht jetzt aus wie so große Maden, waren aber tatsächlich so eine Art Maultaschen, sehr lecker. Ja, dann noch vorbei an sehr westlich geprägte Kaufhaus, auch irgendwie typisch für die ganzen Touristenorte in Thailand, mit Wasserschaus etc. Ging es zum Schluss zur berühmten Bangla Walking Street. Sehr laut, sehr voll, total irre. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Man wird permanent angesprochen, irgendwo reingezogen, und ja, absoluter Wahnsinn. Auch ein Moulin Rouge in Phuket, fast so schick wie in Paris. Darunter war auch noch eine Live-Music-Bar, und da sind wir dann am Ende gelandet. Zum Schluss ging es noch in die berühmte Disco Illusion. Tag mit tollen Menschen, und wie es weitergeht, das erfahrt ihr im nächsten Vlog. Bis dann!